Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel Wolpe. Und wie ihr sehen könnt, sind wir wieder zurück bei Mario & Luigi Super Saga vor dem Yoshi-Theater. Ja. Denn wir haben im letzten Part die 7 Obstbohnen geholt. Und eine davon war voller Piranha-Magensäfte. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt alle das letzte Video gesehen. Weil ja, das war ganz schön eklig. Und dann war da noch wieder Mr. Fabulous-Typ. Ja. Hey, oh. Nun komm. So füttern wir ganze Zeug an die Yoshis. Ja. Ich habe Hunger, ich will Obst. Hier, bin mal da. Fangen wir mit dem Blauen an. Hurra, Obst! Njam, njam. Njam. Oh Gott. Er schmeckt es nach Bohne. Und dann kommt das Obstaroma. Obstbohnen sind spitze. Ja, Ei aus Kack. Hey, das kannst du ruhig mitnehmen. Du erhältst ein blaues Neon-Ei. Ich wollte generell als erstes das blaue Ei haben. Danach holen wir uns deine Lieblingsfarbe, das grüne Ei. Ja, du willst Obst. Ich hab Hunger, ich will Fleisch. Hier, so Obst. Schmeckt gut. Nimm das. Du erhältst ein grünes Neon-Ei. Hunger, ich will essen. Hier hast du was. Ausgekackt. Du erhältst ein türkises Neon-Ei. Wir haben uns alle Farben des Regenbogens. Ja. Ja, du hast Hunger, du willst Obst, los, gib mir dein gelbes Ei. Obwohl der aussieht, als ob er orange ist. Orange wird bestimmt noch kommen dann. Na, sag ich doch. Ja. Ja. Hier, oranges. Du erhältst ein oranges Neon-Ei. Ei, das ist rot. Sehr komischer Rotton. Ja, ist trotzdem ein rotes Ei. Und jetzt noch, oh mein Gott, jetzt kommt überhaupt noch die heißeste Farbe überhaupt. Kommt die männlichste Farbe überhaupt? Ja, so sowas von recht. Ein pinkes, nee, ein violettes. Was eigentlich aussieht wie pink. Haben alle? Ich glaube, wir haben alle. Es ist echt lange her, seit wir gespeichert haben. Ja. Yoshi-Theater. Lobby. Bams. Yes. Ja, ihr beiden habt es wirklich geschafft. Das sind tatsächlich Neon-Eier. Die kommen an unser Schild. Geil. Ja, hurra, geschafft. Ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist vollendet. Dank euch ist mein Theater jetzt fertig. Also wie versprochen, bitteschön. Geil! Bonk. Du erhältst dein Sternbohnenfragment. Damit hast du alle 4 Sternbohnenfragmente. Auf nach Schloss Bonia. Und nun müssen wir langsam den Veranstaltungsraum vorbereiten. Verzeiht, die Audienz ist beendet. Okay. Neon-Eier, wie schön. Das sieht wirklich schön aus. Ja. Ich denke, wir haben heute echt was Gutes getan. Ja. Jetzt kommen wir wieder in die Welt retten. Ah. Ja. Oh mein Gott. Lass uns erstmal die 3 Gegner hier platt machen. Bist du dafür? Ja? Wunderbar. Platten. Ha. Kommst du nicht an mich ran? Kommst du nicht an mich ran? Kommst du da nicht durch? Kommst du nicht rein? Ich guck mal irgendwie, wo wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ja, wir kommen auf jeden Fall gleich noch in ein echt großes Gebiet, was so ähnlich ist wie die Lachlagune. Ah ja, genau, Bohnenburg. Ja, genau, hier, Bohnenburg, da müssen wir voll hin nach Bohnenburg, ne? Ja. Voll Bohnenburg. Das ist doch... Bohnenburg in Bonia. In Bonia, Schloss Bonia. Mein Gott. Das ist voll der Zungenbrecher. Die Bohnen von Bonia, Schloss Burg Boden. Was? Keine Ahnung. Ja, hi, wir sind die Superstars, lass uns mal vorbei, dankeschön. Da.
So, setzt er sich wieder zusammen. Yay, die Sternbohne lebt wieder. Cool. Du erhältst die Sternbohne. Nice. Da haben wir mehr oder weniger Leichenteile gesammelt. Ja. Und damit ist die Sternbohne wieder im ursprünglichen Zustand. Wer war nochmal? Ja. Und schon wieder eine Nachricht von Bausemila. Gute Arbeit. Und jetzt werden die rote und die grüne Mütze mir die Sternbohne bringen. Ich warte im Witztempel am Ende des Ozeans. Über den Meeresgrund kommt ihr nicht zum Witztempel. Ihr müsst erst lernen, euch an der Wasseroberfläche zu bewegen und für den unterwegs nicht die Sternbohne. Also müssen wir einen auf Jesus machen? Aber, sie will doch Peachs Stimme benutzen, um die Sternbohne zu wecken. Wir können nicht erwarten, dass sie uns Peach zurückgeht, wenn sie die Sternbohne hat. Das stimmt auch wieder! Seid unbesorgt, wir werden ihnen das hier unterjubeln. Boah, ein Imitat der echten Sternbohne, durchtrieben. Was ein Sternbohnen-Imitat? Bringt der Prinzessin auch Kleider zum Wichsen, sichert die Prinzessin in sich auf der Flucht und ihre Leibwäsche beschmutzt. Oh, allein der Gedanke, ich ertrage es nicht. Bringt der Prinzessin diese Kleider und sagt ihr einen Gruß von mir. Grails Peachs Kleider, oh Gott, ich sehe schon, wohin er irgendwie hinausführt. Irgendeiner von uns muss er tragen. Zum Witz, du bist dran. Zum Witztempel kommt ihr nur, indem ihr über das Meer reist. Geht erstmal zum Strand, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Am Strand gibt es Orte, an denen man früher surfen konnte. Vielleicht findet ihr dort einen Weg über das Meer. Glitzer. Also, Mario, Luigi, alles wie geplant. War da nicht noch was? Das hatte ich fast vergessen. Ihr habt die Sternbohnenteile vor mir gefunden, also gibt es wie versprochen 999.000 Pilzmünzen. Geil! Wir sind reich! Ist es nicht toll? Nach dem aktuellen Tageskurs sind 999.999 Pilzmünzen heute 99 Bohnenteile. Warum? Müssten das nicht irgendwie viel mehr sein, weil 100 Pilzmünzen sind doch eigentlich 10 Taler. Müssten das nicht eigentlich sehr viel mehr sein? Ich habe keine Ahnung. Nein, er hat uns eiskalt verarscht, der Sack. Egal, Geld ist Geld. Ja, Geld ist Geld. Hast du auch wieder recht. Haben wir überhaupt Geld bekommen? 99? Tatsächlich, wir haben wirklich 99 Münzen bekommen. Aber wenn nicht, dann hätten wir uns dem vorknöpfen müssen. Ja. Den hätten wir uns schnappen müssen. Ja, dann hättest du ihn mit dem Hammer verprügelt und ich hätte ihn eiskalt verbrannt. Ja. Und, aber bevor wir jetzt weiter zum Witztempel gehen, was auch unser nächstes Ziel ist, müssen wir noch ein paar Freunde besuchen. Ach. Du weißt, worauf das hinausläuft? Nein. Echt nicht? Nee. Wir lassen unsere Hammer noch stärker machen. Ah, okay. Na Jungs, wie rumliegen? Wie pennen. Hallo, wenn das nicht schon wieder Mario und Luigi sind. Ja gut, genau richtig. Wir haben gerade eine neue Technik zum Hammer machen zur Perfektion gebracht. Immer mal machen zur Perfektion gebracht. Wollt ihr nicht auch ein paar bessere Hämmer haben? Dann reden wir mal nicht nur von dem neuen Technik, sondern zeigen euch, wo der Hammer hängt. Und los, auf geht's. Hua, gute Arbeit, was? Ein prächtiger Hammer, viel stärker als vorher. Du hast Ultrahammer erhalten. Boah. Damit kriegen wir alles kaputt. Mit diesem Hammer kriegt man sicher jeden Fels kaputt. Besser geht's nicht. Pass also gut auf diesen Hammer auf. Machen wir. Diese, damit können wir jetzt auch diese schwarzen Blöcke zerschlagen. Boah. Wir können jetzt schwarze zerschlagen. Ich bin der verspielte Steinblock, spielt mit mir. Für nur 500 Münzen. Das wollt ihr doch oder etwa nicht? Klar. Du weißt, was es hier gibt. Ja. Voll mit Wissen. Schlagt einfach einen Teil mit dem Hammer kaputt. Mit etwas Glück bekommt ihr einen tollen Preis. Nein, daneben. Daneben. Scheiße. Abzocke. Abzocke, ich will mein Geld zurück. Man kann da auch echt Pech haben. Ich hatte tatsächlich Glück gehabt. Münzen. Du erhältst 800 Münzen.
Wen jetzt? Rechts. Rechts. Oh. Daneben. Wie kann die deutsche Richtung nur falsch sein? Ja, wie kann die deutsche Richtung wirklich falsch sein? Moment, sie war generell falsch. Noch Münzen. Münzen. Funkel. Plastik. Ei. Das sieht aber auch, wie sieht aber auch genauso aus wie eine echte Schatzkiste. Ha, da ist sie. Ich hab sie. Geil. Du erhältst die zweite Rolle der Mysterien. Ich kann nicht lesen, Mario. Ihr habt eine neue Paar-Attacke gelernt. Erprobt sie im Kampf. Du hast eine neue Paar-Attacke drauf. Geil. Hab ich aber zum Auflehnen. Ja. Ist das nicht gut, was ich für dich tue, mein Braver? Ich hab halt nur echt viele Münzen verbraten. Nur um dir eine neue Attacke beizubringen. Wie viel denn? Ich bin jetzt... Ach Gott, ich will eigentlich gar nicht wissen. Wie viele Münzen haben wir jetzt noch? 900 Münzen? Das geht eigentlich. Aber ihr habt zurückbekommen fast. Ja. Ah. Ah. Oh Gott, das war schon wieder. Oh, mein Kopf. Ah ja, genau, ich kann das machen. Na, soll ich mal meine ausprobieren? Nee. Nee. Aber wir warten damit noch, bis wir im neuen Gebiet sind. Oh. Ich meine, wir machen nicht mehr Schaden mit unseren Hammern jetzt. Doch, ich glaube, wir machen etwas mehr Schaden. Nein! Nein! Geh weg. Geh er weg. Geh weg. Geh W-E-C-H weg. Oh, hast du das gesehen? Hast du diese aggressive Bombe gesehen? Wollen sie in die Luft jagen? Ja. Bei den beiden kannst du das ausprobieren. Mach mal. So, das hier, ne? Sturmbrüder. Wirbelbrüder, hast du? 8 Stück. Du hast auf 1. Das ist auf 1. Mach erstmal. Das ist auch Zeitlupe dann, ne? Ja, das ist Zeitlupe. Ja, wollte ich doch. Okay, du kannst mit dem Steuerkreuz dann auswählen, wen du angreifen möchtest. Ah, okay. Au. Also, ja, aber du musst mich erschlagen, dann muss ich schnell A drücken und dann kannst du mit Hilfe des Steuerkreuzes dein Ziel auswählen, was du angreifen willst. Alles klar. Klingt nicht so schwer. Ja, boah, wo müssen wir denn nochmal hin? Oben rechts war das irgendwo auf der Karte. Oh, am Strand hat er gesagt. Ja, am Strand, aber wo? Oh, jetzt muss ich erstmal rausfinden. Wo war denn nochmal, wir mussten ja in der Nähe des Schlusses rauskommen. Ah, hier war's. Ah. So. Wussten wir sogar, der Maul. Ja. Ihr wollt über das Meer? Da braucht ihr mindestens ein Surfbrett, schätze ich. Aber wenn ihr in die Form da etwas mit Schwung reindrückt, habt ihr etwas, das ihr als Surfboard verwenden könntet. Oh nein. Doch. Nein. Doch. Also wie ein Crash Bandicoot. Let's go. Hui. Ich fühle mich geschändet. Fühlt sich als Surfboard missbraucht. Hui. Das ist wie ein Crash Bandicoot, als irgendwie Crash Cortex als Snowboard benutzt. Ja. Und dann irgendwie auf so Schienen hier, mit denen gegrindet ist, zwischen den seinen Beinen. Oh. Das war sehr schmerzhaft. Whee! Okay, wo sind wir denn gerade? Auf dem Wasser. Ja, auf dem Wasser. 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 Au. Wie Surfer ein Pokémon, nur... Ja. Nur halt anders. Nur ich habe kein Surfbrett, ich verwende meinen Bruder. Ja. Das ist irgendwie voll Ironie. Das ist nicht Ironie, das ist gestört. Oh Gott. Ja, ich will auch mal meinen Hammer schwingen. Ich will auch mal meinen Hammer schwingen. Au, was soll das, du? Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Es hat wieder so eine Röhre
Ah, wir sind an der Lachlagune, alles klar, ich verstehe schon. Und okay, ja, wir können da bleiben. Wir müssen halt nach oben. Ja. Mal wieder rein. Oh. Ah, du machst dich echt gut als Surfbrett, mein Bruder. Sei ruhig. Hui! Das macht voll Spaß! Du fühlst dich also an, ein Lapras zu sein. Ja, du bist mein lebendiges Surfbrett, also halt deinen Mund, Surfbrett! Ich kann ja auch nur im Mund halten, mein Wasser ist im Gesicht, mein Wasser ist im Gesicht, mein Gesicht ist im Wasser. Hui! Hey, mein Bruder, wie fühlt sich das an? Ich fühle mich geschändet. Wirklich? Ich verklag dich. Du wirst doch lieber deinen eigenen Bruder verklagen. Oh doch. Niemals. Oh, da erinnere ich voll irgendwie an Pokémon Rubin und Saphir, wo du irgendwie nie weißt, wo du hin musst. Im Wasser. Ja, da, wie hieß nochmal die Stadt hier, die vorletzte? Ich glaube, Mosbach City, glaube ich. Ja, das habe ich nie gefunden irgendwie, weil ich mich immer auf diesem Wasser verirrt habe, ne, warte, war es Mosbach City oder war es Xenéroville? Ich glaube, es war Xenéroville. Weil dann kamst du nur vom Meeresgrund rein. Ja, aber bis ich dann immer gefunden habe, ey. Aber wir sind gleich da. Ah. Ah. Mein Bruder. Dann tausch mit mir bitte den Platz. Okay, weil. Gottchen. Oh Gott. Hörst du diese Musik? Aber wir sind da. Ja. Nummer 9. Wir haben alle Röhren gefunden. Alles klar. Na, dann wollen wir mal. Bitzenter. Ja. Hey, ihr da. Dieses Heiligtum ist mein Spielplatz. Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vorher vor. Wer ich? Man nennt mich Jojola. Ich bin eine Freundin der Cousine des Enkels von dem Geist, der dieses Heiligtum bewacht. Ja, das ist so und so passiert. Und das ist so und so und so passiert. Prinzessin Peach? Bowser Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß noch nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt. Aber hier kommt ihr so leicht nicht weiter. Das klingt wohl irgendwie in einer Ansage, ne? Ach ja, keine Ahnung. Wir kommen ja locker durch, pass auf. Ja. Und Feuer in einem Eistempel. Ja. Dann wird schon gut gehen. Alter, diese Musik, ey. Die ist voll bedrohlich. Witztempel. Erdgeschoss. Was? Und hier werden wir uns sehr lange aufhalten, weil dieses Gebiet ist einfach riesig. Ah, guck mal da, das sind schon die ersten Gegner. Die schnappen wir uns. Ja. Alter. Ein Arctic-Guy? Der hat ganz schön Schaden gemacht, ey. Der ist down. Na, ich nehme mal an, nicht. Monk. Jetzt verbrennen! Also wieder mal Erfahrungspunkte. Ja. Ob ihr es wohl bis hierher schafft? Alter, dieses kleine Balk, ey. Na, wie du sehen kannst, guck dir dieses Gebiet an. Ach, da geht schon. Also ich finde, dieses Gebiet ist relativ groß. Boah. Schleimgeister. Das ist ein Feiner. Vorsicht, der kommt auf dich zu! Ich hab den gehauen.
Also den schnapp ich mir. Du hast immer noch auf Zeitlupe. Ja. Guck mal, war. Das ist mit Knöpfe. Ja, ich muss ja noch ausprobieren. Ja, ich bin auf dem. Nein, nicht tot. Oh, der hat sich geboostet. Wart. Flieg und Sieg! Also immer. Ich muss sagen, ich bin einfach ein guter Werfer. Suppe mit Scherzsud. Bitte nicht aufkochen. Jetzt hast du kaputt gemacht, du dumme Kuh. Genau, jetzt hast du es kaputt gemacht, du dumme Kuh. Meine Bohne im Boden. Ja. Aber ich will hier alles vernichten. Ich will alles vernichten. Aua! Alter, 16 Schaden, ey. Ja. Na, warte, dafür wirst du sterben. Sag ich doch. Oh, was ist denn? Nö. Nö. Das war voll knapp. Der hat zweimal geschossen. Jetzt schießt er nicht mehr. Das hat gesehen. Ja. Alter, die Hälfte, oder? Ja. Alter, 6 Treffer. Ich muss nicht so viel machen. Das solltest du tun, damit du dein Extra-Kommando bekommst. Also, ich muss nicht so viel machen bei dieser Attacke. Du musst eigentlich nur einmal drücken. Den Rest muss ich machen. Ja. Okay. Ui. Damn, er ist down. Alles klar. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Lüpf. Okay, nur die zwei. Komm, die machen wir mit unserer Handfähigkeit fertig. Zuckerwatte auf dich geschossen. Dann setz einfach deine Handattacke ein, weil die sind anfällig gegenüber Elementangriffen. Geil. Oh, ein Wirbelwind. Oh, Wirbelwind? Oh, ich liebe Wirbelwind. Magst du auch Wirbelwind? Ja, ich mach mal Wirbelwind. Ich liebe Wirbelwind. Jetzt müssen wir mal ein in den Wirbelwind. Ja. Oh mein Gott, ich freue mich ja so sehr auf den Wirbelwind. Auf in den Wirbelwind. Totempfahl. Muss ich auch bewegen. Also ich sollte, okay. Also, oder soll ich? Hey, geh ich mal. Na komm. Geh mal wieder rein und raus. Ja. Nein. Warum muss ich ihn jetzt auch bewegen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur nach links gedrückt. Totempfahl. Nein! Geht da wieder! Helikopter! Nein! Was hast du gemacht? Ich drück doch nur da links. Soll ich machen? Mach du das. Okay, ich mach das. Ich hab wirklich die ganze Zeit nichts gedrückt. Glückwunsch, ja, wer ja. Gib her. Roten Pfeffer und grünen Pfeffer. Erstmal mit einer Paprika. Oder mit einer Möhre. Ja. Oder mit Spinat. Ja, wo lang? Oben, rechts. Ja, geh da rein. Und jetzt gehen wir nach links. Ein Superpilz und ein Sirup. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier was gibt.
Oder irre ich mich? Ich glaube, ich irre mich. Nö. Also ich kann die Flammen mit meinem Blitzen ausmachen. Genau, no, mach die Flammen mit deinem Blitz aus. Ja. Was hat der? Das ist diese Suppe, die wir irgendwie aufkochen müssen. Müssen wir nach rechts da rein, ne? Ja. Was? Oh mein Gott. Ja, voll auf und zugestürmt, Mann. Oh, ein Ultra-Para. Den müssen wir unbedingt ausschalten. Du hast das gegen das Kommando verkackt. Schon lange her, okay. Oh, Vorsicht. Wow! Alter, ist er schnell! Hast du gesehen, wie schnell der ist? So. Ja, setz mal Sturmbrüder auf die ein. Auf den Paragrupper? Nee. Nee, auf die Urmenschen. Verdammt. Warum gehst du denn auf den denn? Verdammter Dreck. Vorsicht, kommst du zu. Boah. Weg. Ich hab gar nicht nach links, ich hab nur nach rechts und nach oben gedrückt. Was? Deswegen müssen wir hier erledigen. Ja. Okay, den müssen wir platt machen. Ja. Bewege ich mich gar nicht da weg. Immer noch am Leben. Wie noch immer am Leben, ey. Stirb! Was, wie noch am Leben? Aua. Alter. Was? Wie? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, du solltest dich heilen. Ja. 50. 50 wäre nicht schlecht. Machen wir 50. Ja. Machen wir 6,50 raus. Wie? Immer noch nicht down? Immer noch. Boah. Der wirft sich noch weiter hoch. Ja. Oh. Boah, das war jetzt gerade cool. Ich bin schon wieder dran? Ja, du bist dran. Ich habe gerade mit dem Sprung angegriffen. Stimmt. Hey. Oh, den triffst du doch. Hey, jetzt nicht gedacht, du hast ihn echt getroffen. Oh. Ja. Vorsicht. Ja. Alter. Du bist dran. Den habe ich noch. Der Kabel ist genau davor. 6 hast du noch. Das ist 6. Also du kannst ihn noch einmal einsetzen, aber ich heile dich gleich. In die Fresse. Mitten in die Fresse. Und wieder mitten in die Fresse. Ich will abziehen, tut er aber irgendwie nicht. So cool. Ha. Wie zurückkommen? Der verschwindet einfach, Mann. Ja. Hier. Dauer. Warum? Wunderpilz DX. Damit können wir einen gefallenen Teamkameraden komplett heilen. So, was darf's denn sein? Ich nehme mal ein bisschen mehr Verteidigung. Verteidigung. 3. 3. Oh Moment. Du steuerst. Na, ruhig Stuhl. Für mich als Meteorologen sind die Wirbelstürme in dieser Region des Meeres von großem Interesse. Wenn Wirbelenergie auf aufsteigende warme Luft trifft, dann entstehen Windhosen. Ich würde gerne den Mechanismus in ein Experiment genau erforschen. Hm. Oh, Alter. Schon 29 Minuten. Alter. Ich auch nicht. Aua. Soll ich dich heilen? Nein, ich hab noch. 15, bist du sicher? Ja gut, heil mich. Ne, warte. Greif erstmal den Schleimgeist an, dann kann ich mich gleich selbst heilen. Wir machen ja so
ungefähr so viel Schaden. Ja. Komm, den schnappen wir uns. Hol meine Dingens ja. Erstmal holen. Super. 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 Boah, wir drücken ja gar nichts, ne? Ja. Trotzdem super. Super. Flieg und Sieg! Und weg ist er. Ja! Angriffskraft. Wir müssen mal ein bisschen mehr HP. Nein! Oh Mann! Oh, oh no! Aua, bin ihm gefallen! Er hat Zeugs auf uns geworfen. Weil wie Zeug auf uns werfen? Hier, hier, stirb! Ja. Alter, der bufft sich jetzt schon hoch, ey. Ja, wollen wir noch mal sehen. Er sieht irgendwie nicht viel ab. So ein Gefühl. Das hingegen. Flieg und Sieg! Nein, vorbei. Was wie zweimal angreifen? Boah. Wie überleben? Ja, wie überleben? Stirb! So muss es laufen. Komm, den machen wir noch fertig. Was hat? Oh, er hat einen Hammerschlag in die Fresse bekommen. Oh, guck dir die mal an. Die sehen voll derpy aus. War eigentlich gut, meine Blitzfähigkeit bei die einzusetzen, finde ich. Aber ich muss alle leveln. Ja, das musst du leveln. So, und jetzt. Nein, vorbei. Flieg und Sieg! Ich muss ja leider drücken. Ich wollte A drücken für das extra Kommando. Und wir verärm ich. Flieg und Sieg! Ah, verdammt. Ah! Bin hingefallen! Erledige ihn! Verdammt! Erledige ihn, mein Bruder! Danke! Ja, okay, dann würden wir sagen, sollen wir den Part beenden? Ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Nee, dann bleiben wir einfach hier stehen. Aber hier ist noch was. Wir wollen uns noch schnorren. Ah, Lachbohne. Frischwurz. Münzen. Nein. Superpilz. Lachbohne. Okay, machen wir jetzt Schnitt. Ja, hier machen wir den Schnitt. Bis dann und ciao. Bye bye.